Ach, ich sollte die Buslanes vielleicht endlich mal erklären. Die sind, wie gesagt, nur dafür da, wenn dort eine Haltestelle ist. Das heißt, diese Buslanes hier bringen uns gar nichts. Jetzt verstehe ich das Konzept. Macht aber nichts, dass wir sie haben. Denn die Wahrheit ist halt... Es bringt uns auch nichts, hier eine sechsspurige Straße zu haben. Was uns aber was bringt, ist natürlich eine U-Bahn. Nur die Frage ist, wollen wir das Metrosystem jetzt noch weiter belasten? Wäre es nicht eigentlich jetzt, wo wir diese ganzen coolen Busmods haben, wäre es nicht cooler, das mit einem Bus zu regeln? 3300 Leute. Nö. Ich glaube, nein. Ich glaube, es ist in dem Fall besser, wir speisen sie einfach auch noch in das Metronetz. Wir sind nah genug dafür. Also, folgendes. Das wird aber eine eigene Linie, oder? Sonst wird die Hauptlinie so zu lang. Ah, Metronetz ist natürlich kompliziert, fällt mir gerade auf. Ja, Metronetz ist wirklich kompliziert für Jefferson Viertel. Weil das Jefferson Viertel eigentlich viel zu klein ist, das lohnt sich nicht. Wir machen einen Bus. Hi. Ich bin der Typ, der sich nicht entscheiden kann. Wobei, jetzt habe ich mich entschieden, wir machen einen Bus. Was ist das da? Verstehe ich jetzt nicht. Naja, gucke ich gleich drauf. Naja, der Weg des Busses ist jetzt echt nicht so komplex. Du fährst halt durchs Viertel. Fährst einmal mitten hier rein. Auch dir machen wir die Haltestelle hier hin. Eine Haltestelle, keine weitere. Und dann das Ganze nochmal gespiegelt auf dem Rückweg. So, wir haben jetzt hier gar keinen Platz für unsere tollen Buslanes. Ich denke aber auch nicht, dass wir sie brauchen. Denn das ist ja kein dicht besiedeltes Viertel, das ist ja ein normales Viertel. Jefferson halt. Was ist das da? Irgendwas ist da übrig geblieben, oder? Nö. Ups. Ah, bist du das Problem, Park? Aber das verstehe ich da nicht. Nee. Ist das Problem eine Linie, die sich automatisch... Nee. Verstehe gerade nicht, was für ein Problem wir hier haben. Normalerweise sieht es so aus, wenn Linien noch nicht fertig sind. Habe ich eine U-Bahn-Linie angefangen an der Stelle? Ja. Okay, das war das Problem. Das Problem ist gelöst. So, das Jefferson-Viertel wird jetzt sehr stark aufsteigen. Die haben jetzt Bushaltestellen und ich muss sagen, wenn ich meine Stadt so ansehe und mich entscheiden könnte, wo ich wohnen will, ich würde im Jefferson-Viertel wohnen. Aber vielleicht doch nicht. Was ist hier das Problem? Ein Problem ist auf jeden Fall eine Buslane. Macht aber auch nichts. Wir machen das einfach. Nicht Buslane. Entschuldigung. Ein Busway. Das sind halt Wege, auf denen dürfen nur Busse fahren. Und ich überlege mir halt gerade so, hey, das wäre ja super, um die Busse hier runter zu kriegen. Aber das wird das Problem nicht lösen. Das Problem ist, dass das Spiel... Also erstmal mache ich das hier weg. Die wollte ich eigentlich entfernen, habe ich vergessen. Ich habe echt ein Servicegebäude an dieser... Schon wieder das Polizeihauptquartier. So, zurück zum Thema. Das Problem ist, dass das Spiel diese Straße für unwichtiger hält, als sie ist. Das liegt daran, dass diese Straße so absurd klein ist. Wir machen daraus so eine. Und zwar erst ab hier. Vorher brauchen wir es nicht. Vor allem haben wir jetzt auch zwei Wege, was uns helfen wird. Immens. Drei brauchen wir nicht. Aber zwei Spuren in eine Richtung brauchen wir.
Ha, wir können es natürlich auch anders lösen. Ich habe eine bessere Idee. Upgrade Tool. Sei mir gewogen. Das ist der Eingang und irgendwo daneben ist der Ausgang. Ich meine, es macht hier keinen Unterschied de facto. Der Ausgang muss auch gar nicht so weit weg sein vom Eingang. Ja, da kommt uns das erste Windrad in die Quere. Ist nicht so schlimm, glaube ich. So. Ich hätte gern, dass das in irgendwie in einer Kreuzung mündet. Ich möchte halt keine eigene bauen. Dazu werde ich das einfach von der Seite aus. Jetzt ist es ja doch schief. Es ist schief. Seht ihr nicht, dass es schief ist? Es darf nicht schief sein. Manchmal habe ich diese Austicker. Es tut mir unglaublich leid. So. Besser. Oder? Oder ist das besser? Bitte sag mir, dass es besser ist. Komm schon. Sei besser. Bisschen, ne? Bisschen. Also wir haben halt jetzt zwei Spuren statt nur einer Spur und das ist auf jeden Fall schon mal hilfreich, weil die Leute, die nach rechts wollen, jetzt rechts entlang fahren können. Problem ist halt nur, es gibt keine Leute, die nach rechts wollen. Oder kaum. Und dann macht es keinen Sinn, diese Straße so weit fortzuführen. Dann macht es eher Sinn, die Straße direkt hier rein zu verbinden. Jetzt habe ich, glaube ich, eine meiner Lieblingskreuzungen, oder? Nö. So schlimm ist es dann doch nicht. Nee, ist nicht so schlimm. Die Kreuzungen sind halt weit genug voneinander entfernt. So, der Ausweg funktioniert tadellos, würde ich mal behaupten. Das ist ja das Tolle bei Einbahnstraßen, die wegführen. Du brauchst keine weiteren Ampeln oder sowas. Es ist zwar eine weitere Wegemöglichkeit, aber da kann niemand herkommen. Das allein macht schon eine Menge aus. So. Euch gefällt es wahrscheinlich noch nicht so sehr. Nee. Ihr hier oben möchtet doch bestimmt einen Park. Ja, das wollt ihr. Ja. Soll ich noch so ein kleines Monument dahin bauen? Der offizielle Park. Ja, das klingt wie etwas, was im Jefferson-Viertel zu finden wäre. Der offizielle Park. Da ist der offizielle Park. Direkt an einer Bushaltestelle. So mögen wir das, so loben wir uns das. Ja, ist eigentlich super, ne? Ich verfolge mal einen dieser Busse. So rein aus Interesse. 30, der ist also voll. Der ist randvoll und liefert ein paar Leute zu Hause ab. 21% der Autofahrten ersparen wir. Das sind nicht so viele, wie ich gehofft hätte. Aber das liegt möglicherweise auch daran, dass wir so viele Bushaltestellen haben. Nur die brauchen wir auch. Du bist jetzt voll, oder? Ich habe auf Delete Line gedrückt. Ich bin so doof. Ich habe gerade meine Buslinie gelöscht. Ja, habe ich. Ich bin so doof. Mann, das wollte ich nicht. Wir machen sie einfach neu. Dieses Mal machen wir ein bisschen weniger Bushaltestellen. Macht das was? Ja, wir kriegen halt weniger Leute in den Einzugsbereich. Aber vielleicht haben die dann eine höhere Bereitschaft, mit uns zu fahren und es kommt auf selbe hinaus. Weiß ich nicht. Fakt ist, wir machen die Haltestelle dorthin.
Und dann führen wir die Linie einfach zurück. So. Wir haben die Linie wiederhergestellt. Wir sind sehr glückliche Menschen. So, mir ist jetzt außerdem aufgefallen, dieses Ding hier ist voll mit Bushaltestellen. Und deshalb macht es auch Sinn, genau hier diese Form von Straße zu benutzen mit der Buslane. Denn, oder Buslane. Denn ganz ehrlich, wenn die Leute ohnehin sowieso dauernd von einem Bus blockiert sind, der da irgendwie hält, dann macht diese dritte Straße, die sie sonst haben, nicht viel Sinn. Die brauchen die da nicht. Können sie ja sowieso nicht benutzen. So, schön. Also wirklich schön ist es natürlich nicht, aber es funktioniert. Aber nicht mehr so gut wie eben. Okay, machen wir es doch wieder anders. Das Problem ist halt, wir brauchen diese drei Straßen. Eigentlich stehen unsere Bushaltestellen an einer doofen Position. Naja. Können wir jetzt eh nicht mehr fixen. Also können wir schon, aber habe ich gerade keine Lust zu. Verständlicherweise. Ist das alles unterirdisch? Ah ne, es ist diese Straße. Die verläuft direkt unter der. Irgendwie lustig. Aber irgendwie auch nicht. Was war das denn jetzt? Egal, hier sind alle verrückt. Was ist das Problem? Das Problem ist sehr abstrakter Natur. Ironischerweise gibt es übrigens hier gar kein Problem, das ist so typisch. 27.000 Einwohner, Leute. Wir nähern uns den 30.000. Ich würde sagen, ich möchte heute noch die 30.000 vollkriegen. Und dafür überprüfen wir ein paar grundlegende Dinge. Wie wär's, wenn ihr ärztliche Versorgung bekommt? Ist ja ganz toll, wenn man nicht einfach sterben gelassen wird. Das hat Vorteile. Dann bauen wir euch noch eine... Ich bin falsch. Ich bin... Scheiße. Ich wollte eigentlich ins Jefferson-Viertel. Egal. Wollt ihr eine eigene Polizei? Ihr braucht halt eine, ne? Eigentlich ja nicht. Alles abgedeckt, alles abgedeckt. Ja, wir können hier gerade aktiv gar nichts mehr tun. Wir müssen warten, bis die Leute eine bessere Bildung haben. Weil das bisher immer so gut funktioniert hat in der echten Welt. Die Viererkreuzung macht ein paar Probleme. Unsere Straße hier kriegt halt einfach zu wenig Ticks. Das hier wiederum macht überhaupt keine Probleme. Auch der Bahnhof macht keine Probleme mehr. Das ist ein gutes Zeichen. Wieso verlieren wir Einwohner? Wer verlässt die Stadt? Gebt ihn mir, ich will ihn eigenhändig erwürgen. Das ist ja jetzt Schwachsinn. Ans Bürogebiet möchte ich gern noch einen Park bauen. An den Rand. So, das ist das Industriegebiet, das ist uns egal. Jeffersonviertel. Nee, da verlassen die Leute die Stadt nicht. Ich denke eher, das sind Leute, die halt hier irgendwie wohnen und die demnach alles sehr hässlich finden. Bauen wir also ein kleines Pärkchen. Ja, dadurch haben wir es um einiges besser gemacht. Bildung ist okay, oder? Die Oberschule. Wir brauchen eine weitere Oberschule. Oh Gott, wir brauchen schnell eine weitere Oberschule. Wir haben halt einfach mal 4.000 Berechtigte, aber nur Kapazität für 2.000. Das ist das Problem. So, es folgen Aufstiege, es folgen
hoffentlich Leute, die unsere Stadt nicht mehr verlassen. Wäre ganz nett. Und die Oberschule ist auch dort, wo ich sie gut erreichen kann. Okay, Boah, dieses Spiel ist halt, dieses LP ist verrückt. Ich habe das noch nie zuvor gehabt. Ich will einfach nicht aufhören aufzunehmen, weil ich so viel Spaß beim Aufnehmen habe. Das passiert selten, dass es so krass ist, dass du das über Stunden hinweg machst. Das passiert selten, also ich merke halt, wie meine Stimme versagt, ich merke, wie ich nicht mehr so ganz klar denken kann, trotzdem will ich halt einfach. Ich will! Ja? Ich will einfach. Trotz dieser Umstände, das ist ja das Besondere. Das Besondere ist nicht, dass ich Spaß am LPen habe. Das habe ich immer, das will ich nicht gesagt haben. Das Besondere ist halt einfach, dass ich trotz der widrigen Umstände gerade habe. Das ist nicht normal für mich. Naja, Fakt ist trotzdem, wir wollen nur noch 30.000 durchkriegen und dann setze ich mir einfach das Limit, dass ich dann heute aufhöre. Wird für euch keinen Unterschied machen, weil ich das sowieso in 1000 Parts schneide, weil kein Bock, kein Typ hat Lust auf 2 Stunden am Stück diesen Wahnsinn. Nur die Sache ist, ich kann mir das auch gar nicht leisten. Nur die Sache ist, irgendwie haben wir ein Problem in der Stadt. Das Problem rührt halt immer noch vom Verkehr her. Ja. Das Problem sind meine kleinen Ausgänge, kann das sein? Ich meine, ist nur eine doofe Frage. Wir haben diese kleinen Ausgänge ursprünglich dahingesetzt, damit wir auf der Autobahn keine Ampel erzeugen, richtig? So, die Sache ist jetzt aber, wir haben ja gar keine Autobahn mehr. Wir erzeugen also sowieso eine Ampel. Und da muss man sich dann fragen, was man lieber hat. Eine Ampel oder eine Ampel? Keine Ahnung. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. So, wir machen das Ding hier hin. Oh Mann, ich hasse es so sehr, wenn das Bürogebiet... Ah, okay, es klappt. So, haben wir die Situation jetzt merklich verbessert. Das ist die Frage, die ich frage. Wieso wird das nicht benutzt? Also, da fährt niemand durch, das sehe ich. Aber wieso? Was habe ich denn hier gemacht? Was habe ich denn hier gemacht? Dieses Straßenstück ist ja... Da sind Ampeln für dieses Straßenstück, aber das Straßenstück selbst ist völlig unterirdisch. Das funktioniert so nicht, BTW. Hat es einen Grund, dass ich das entfernt habe? Vielleicht einen sehr guten Grund? Weiß es nicht mehr. Fakt ist, dass diese Straße einige meiner Probleme entfernen könnte. Oder sie macht sich schlimmer.